Willkommen zurück. Willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild. Ich hatte eine Pause, ich war unterwegs. Jetzt bin ich erstmal wieder da. Ich glaube, der letzte Zelda-Part, den wir zusammen aufgenommen haben, der war, glaube ich, ein bisschen doof. Also, ich glaube, da war ich ein bisschen unzufrieden und habe nicht viel hinbekommen. Genau. Ja, und jetzt haben wir sogar die Strategie geändert. Jetzt will ich erstmal dahin zu dem Titan-Ding. Und ich weiß auch nicht, wo da der Turm ist. Oh mein Gott. Also laufen wir jetzt einfach dahin. Genau, wir können eigentlich direkt hier durchlaufen. Ich hoffe, hier passiert nichts. Können wir unser Pferd rufen? Nee. Können wir nicht, weil ich das in den Stall gebracht habe. Weil irgendwie triggert mich das, wenn das einfach nur draußen rumsteht und ich das nicht brauche. Ich brauche das aber auch nicht. Wir waren ja ursprünglich in der Wüste, da kam ich aber nicht weiter. So, als ich jetzt unterwegs war, habe ich wieder Zelda Link's Awakening gespielt. Das erinnert mich halt irgendwie durch die 3D-Ansicht schon an Pokémon. Und er ist so süß, der Fuchs. Ich will den nicht töten. Aber ich brauche Fleisch. Ach, da bin ich. Habe ich da nichts, wo ich mich hinbeamen kann? Doch. Wir gehen einfach zu dem Institut und gehen dann von da aus dahin. So, ich hole mir mal eben meinen Ball für meine Füße. Oh, ich hänge fest. So. Also ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Ich habe einen PC. Steht dann ganz normal am Schreibtisch. Jetzt habe ich daneben so ein, das war glaube ich mal mein Nachttischschrank irgendwann mal. Habe ich den halt hier hingestellt. Alt hatte ich immer so als Ablage, wenn man so am Schreibtisch arbeitet. Eigentlich ganz geil. Aber jetzt habe ich da noch einen PC-Bildschirm aufgestellt, einen dritten, der aber nicht mit dem Computer verbunden ist, sondern da habe ich die Switch angeschlossen. Ich benutze ihn quasi als Fernseher. So. Genau, hier in die Richtung wollte ich einmal gucken, ob es hier vielleicht einen Turm gibt. Deswegen einmal hier hoch. Ja, das ist schon die Richtung, wo ich hin muss. Also einmal gucken, gibt es hier irgendwie einen Turm? Ist halt, man sieht halt nichts. Ja, kann man eigentlich vergessen. Ist sehr nebelig. Jetzt sliden wir hier einfach mal runter und gucken, wo wir hinkommen. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, hier so zum Institut zu kommen. Da unten ist auf jeden Fall ein Schrein, den könnte ich mal machen. Ja, den wurde mir letztens auch schon angezeigt, ich habe den nur nicht gefunden. So, jetzt holen wir uns hier, snacken wir uns noch einen Apfel. Ich habe übrigens gerade hier noch auch einen Apfel übrig. Den snacke ich auch noch. Also in echt jetzt. Äpfel sind immer so, eigentlich eins meiner Lieblingsfrüchte. Aber wenn man dann einmal, ich mag überhaupt keine mehligen Äpfel. Also die müssen nicht zu sauer sein, aber hart, knackig. Und ja, ein bisschen säuerlich noch. Also nicht mehlig und süß. Und das ist so ein bisschen mein Problem, wenn die Äpfel das haben. So, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Nein, oh, Link, nicht sterben. Okay, du hast es rausgeschafft. Warte, warte, warte. Was lag hier rum? Verrostetes Schwert. So, das heißt, wir werden... So. Wo sind unsere Waffen? Nehmen wir lieber das verrostete Schwert. Das ist ja wohl besser als alles andere. Den haben wir noch nicht gemacht.
nee, das ist... Sorry, das war gar kein Schrein. Das war diese Feuerstelle, wo ich für das Institut was holen musste. Okay, da ist der Berg. Habe ich den Schrein noch nicht gemacht? Warum mache ich den dann nicht? Ja, dann mache ich den erst. Sorry, dass wir hier die ganze Zeit hin und her teleportieren. Aber ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis. Und da dachte ich, so ein Schrein kann ja nicht schaden. Soll denn hier noch ein Schrein sein? Ich glaube, hier in der Gegend war ich, als ich das Spiel noch nicht ganz gecheckt habe. Ich glaube, blau sind immer die Sachen, wo ich schon war. Genau hier lang, dann über die Brücke und dann komme ich zu irgendeinem Schrein. Was greift mich da an? Wahrscheinlich wieder so ein Geduldo irgendwas. Ja, danke. Auf der anderen Seite sind die. Oder sagen wir mal so, sind auch welche. Boah, das Wetter war auch gestern Abend. Also ich war ja in Berlin, ich war beim CSD. Und dann wollte ich abends da noch, da sollte Herbert Grönemeyer spielen. Hat ja auch. Aber wir waren erst beim CSD, sind dann mitgelaufen, dann waren wir was essen. Also mal kurz nochmal zurück zu meiner Schwester. Und dann wollten wir dann nochmal hin. Sind da auch hin und als wir da ankamen, hat so angefangen zu regnen. Dann waren da ja Glasflaschen erlaubt. Ich hatte so richtige Boots an. So wie Doc Martens, nur von einer anderen Marke. Von Angry Rich oder Irch oder irgendwie so. Und? Egal, es hat total geregnet. Ich war verdammt voll. Wir waren da dann echt nicht lange, weil gab es auch keine Toiletten. Und man hat sich da irgendwie, war mir das zu viele Menschen, zu nass und ja, keine Toilette. Auf jeden Fall habe ich dann... Ach hier, der Schrein ist das, aber da könnte ich jetzt hinfliegen. Reicht das schon von der Höhe oder höher? Und dann habe ich heute Morgen in meinem Schuh, im Profil, da sind so Rillen und genau in einer Rille reingequetscht war ein Teil von der Glasflasche. Ich glaube nicht, dass das... Aber ich weiß, was man machen könnte. Wir nehmen das Kryptomodul. Und frieren uns einfach. Hier noch... Obwohl, jetzt können wir schon hier hinschweben wahrscheinlich, ja. Perfekt. So, wie heißt jetzt der Schrein? Also wahrscheinlich wieder irgendwas, was man nicht aussprechen kann.
habe Angst, wenn ich das jetzt überspringe, dann steht da nicht mehr, wie der heißt. Und. Es heißt. Ja, ist immer dasselbe. Weg, weil. Hayudama. Hayudama. Schreien, alles klar. Dann wegweisendes Wasser. Also ich vermute hier, das könnte. Nee, doch nicht. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das Ding eventuell. Wie heißt das, also so Platten so runtergehen. Was habe ich denn jetzt heute für Was habe ich denn für Sprachfindungsstörungen? Okay. Also das ist wahrscheinlich, dass man das Wassermodul weiter benutzen muss. Ist ja auch in der Anfangswelt, müsste eigentlich nicht so schwer sein. Also ich hatte bisher hier noch keinen richtigen Dungeons, also wie es sonst bei Zelda ist, sondern eher immer so. Ja, so kleinere Rätsel-Dungeon. Oh nein. Okay. Ist das eine Riesenmummelbahn? Ich glaube schon, oder? Dann würde ich jetzt Magnetmodul benutzen. Okay. Oder ich benutze Stasis-Modul. Nee, Magnetmodul würde ich benutzen. Okay, warum kann man das nicht erfassen? Kann ich das da oben erfassen? Nee. Okay. Dann. Okay, dann wäre eine neue Idee. Kommt jetzt mal nochmal ein neuer Stein? Okay, das versuche ich jetzt mal. Dass ich von da oben, es macht ja irgendwie, muss es ja auch einen Sinn machen, dass man da oben hingehen kann. Dass ich vielleicht so ein Wasserding daraus wachsen lasse, ne? Einfach da oben. Oder? Ah, man kann das auch wegmachen. So, jetzt warten wir einfach auf die nächste Kugel, die kommt. Vielleicht kommt das nur, wenn das runtergeht. Also können wir das jetzt eigentlich mal zerstören.
So, jetzt warten wir. Das Ding kommt runter, das knallt dagegen, das kommt. Okay. Dann noch da eins hin. Da eins hin. So, bitte weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ja, 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 ja. Oh, da muss auch noch eins hin. Ach, jetzt ist das da oben schon wieder weggegangen. Ich habe gleich noch eine andere Idee. Meine Idee ist, das ist eigentlich nicht meine Idee. Meine Idee ist, irgendwie ganz schnell. Nee, sorry, weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt nachdenken. Die Kommentare kommen jetzt einfach nur ab und zu. Oh, komm, einer kommt dahin. Dann einer dahin. Ja, ja, oh mein Gott, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte schon, es war irgendwie wieder Kacke. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ach, dann hat man es schon geschafft. Perfekt. So, das überspringen wir jetzt direkt mal. Yay, noch ein Zeichen der Bewährung. Guck mal, jetzt kann man hier auch einfach so raus. Aber was ist das? Der Stall. Wo wollte ich eigentlich nochmal hin? Dahin. Also würde ich sagen, folge ich jetzt einfach dem Weg nach Kakariko. Ich kann eh nicht gut reiten, also rennen wir jetzt einfach. Ich habe gesehen, es gibt Mods, wie du dir unendlich Ausdauer, unendliche Herzen modden kannst. Muss jetzt aber nicht sein. Ja, bei der Straße geht es auf jeden Fall hier lang.
Und ich bin stolz. Ich habe den Schrein ganz alleine geschafft. Ich bin selber auf die Dinge gekommen. War, glaube ich, noch irgendeine Schatztruhe. Die habe ich jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, scheiße jetzt drauf. Wartet, ich muss mal eben noch was aufschreiben. Geht sofort weiter. So, ich hoffe, die Switch ist laut genug. Sonst würde ich das jetzt einfach lauter machen, aber hat das jetzt funktioniert? Ja, doch ein bisschen schon. Gut, nochmal Hyrule-Gras. Warte, ich mach's nochmal lauter. Okay, ich glaube, man kann es da nicht wirklich lauter machen. Kann ich das denn hier lauter machen? Nö, eigentlich auch nicht. Egal. So, ich mache meine Kopfhörer vielleicht einfach lauter. Es war nochmal irgendein Erz, das konnte ich sprengen. Aber jetzt keine Lust. Oha. Ach, das ist der falsche Turm. Ich wollte gerade sagen, ist da vorne ein Turm? Aber es ist... Ach, man muss hier so drum rumlaufen, um nach Kakariko zu kommen. Okay. Hätte ich doch, glaube ich, diese Eule mit den Rasseln getroffen. Falls sie nochmal da ist, würde ich da noch mal irgendwas eintauschen. Konnte doch irgendwas eintauschen, was die haben wollte. Ich weiß noch nicht mal genau was. Ah, die scheint nicht mehr da zu sein. Ich meine, die hatte auch nicht gesagt, wo sie hin ist. Ist da geradeaus? Ist da vielleicht ein Schrein? Versteckt? Muss man da irgendwas aufspringen? Da unten auf der Karte. Hier. Ist irgendwas Braunes, aber der Schreindetektor sagt nichts. Also geht's erstmal ganz normal weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon die 4 Titanen mache. Ich will das jetzt nicht in die Luft sprengen. Ist hier oben irgendein Schrein? Den werden wir irgendwann mal finden, den Schrein. Jetzt nicht. Das Coole ist, wenn man den Schrein gemacht hat, kann man den auch als Teleporter benutzen. Okay, ich hatte jetzt nicht vorzulesen. Irgendwas würde die Prinzessin sehr, sehr glücklich machen. Thank you.
Toll, jetzt spiele ich nachlaufen. Was muss man denn da machen bei der Nebenaufgabe? Nichts, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Wollte die mir jetzt nachlaufen? Ja. Hey. Ja, er hat sein Erz verkauft und freut sich. Ja. Okay, wir gehen mal kurz eben in die Boutique zwei Früchte. Wo kann man jetzt was kaufen? Ich dachte, da kann man was färben. Wo ist denn jetzt das Mädchen? Habe ich das jetzt verloren? Dann ist das halt so. Dann spiele ich jetzt irgendwann mit der. Irgendein Rätsel. Ach komm, wir machen jetzt immer noch die vier Titanen, der Rest ist mir jetzt egal. Die ganzen Nebensachen kann ich später machen. Mit dem Nachlaufen habe ich jetzt keinen Bock. Weiß nämlich nicht, wie lange das dann dauert. So. An sich. Gehen wir jetzt hier raus. Dann sind wir in dem Gebiet, wo ich nicht mehr weiß, wie es dann weitergeht. Und dann suchen wir uns einen Turm. Ja, und ich glaube, in dem Part passiert nichts mehr. Ihr könnt also schon mal abschalten. Ich werde dann jetzt gleich anfangen, den neuen Part aufzunehmen. Warum höre ich mich gerade so monoton an? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, die Waffe hier ist scheiße. Da ist ja der Weg vorbei. Okay. Was ist da? Mann, ist das weggeflogen? Konnte ich das nicht mehr nehmen? Da vorne ist eventuell ein Turm. Das sind, glaube ich, die Türme, die ich schon habe, oder? Ja, das ist da ein neuer Turm, okay. Hey! Das ist der Turm. Da gehen wir das nächste Mal hin. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ich habe den Turm gefunden. Was ist das denn jetzt? Das machen wir beim nächsten Mal und bis dann.